also wieder back to school slash back to Uni Saison, einer meiner liebsten Zeiten im Jahr. Und das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um wieder eine back to Uni Reihe hier auf YouTube zu starten. Was darf da natürlich nicht fehlen? Richtig, ein Video, wo ich alle möglichen Hacks für Schüler und Studis raussuche. Aus allen möglichen Lebensbereichen, sei das jetzt einfach Lifehacks, seien das irgendwelche Hacks, wie man besser lernt, Organisationshacks etc. Da ist alles irgendwie mit dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Starte jetzt auch direkt mit diesem Video. An dieser Stelle aber noch ein kurzes Dankeschön an den heutigen Sponsor dieses Videos, nämlich Paperlike. Ich starte mal mit einem Hack, der sich vor allen Dingen an diejenigen richtet, die sich häufig von ihrem Laptop während der Arbeit ablenken lassen, einfach weil man auf YouTube, Netflix und Co. ja ständig personalisierte Empfehlungen bekommt. Was ich gemacht habe, um das Ganze zu vermeiden, ist mir einen extra Uni-Benutzer für den Laptop anzulegen. In diesem Uni-Benutzer bin ich nirgendwo angemeldet, also weder auf YouTube noch in meinem Mail-Account. Heißt, mir können eben keine personalisierten Empfehlungen mehr ausgesendet werden. Ich kann mich wirklich voll und ganz auf die Uni konzentrieren und das tut richtig gut und hilft enorm. Wenn beim Laptop bei euch alles gut geht, aber ihr euch häufig von eurem Handy ablenken lasst und danach total frustriert seid, kann ich euch was anderes empfehlen, und zwar euren Bildschirm grau zu stellen. Fürs iPhone habe ich euch das hier mal demonstriert. Ihr geht einfach auf die Einstellungen, Bedienungshilfen, dann Anzeige und Textgröße und wählt den Farbfilter aus und dann stellt ihr einfach auf grau und ihr seht hier schon, was das für ein anderes Bild ist. Es wirkt irgendwie total leblos, man hat viel, viel weniger Lust, lange in den Apps zu bleiben und ist halt einfach insgesamt weniger am Handy. Die nächsten Tipps sind vor allen Dingen Microsoft Word Hacks, die man besonders gut in der Uni für Hausarbeiten oder in der Schule für Facharbeiten brauchen kann. Da muss man ja meistens ein Literaturverzeichnis erstellen, was alphabetisch geordnet ist. Und meistens ist es das nicht, weil man die Quellen halt einfach irgendwie eingefügt hat. Und das manuell alles zu ändern dauert halt ewig lange, außer man kennt diesen Hack. Ihr müsst nämlich einfach nur alle Quellen einmal markieren, auf dieses Zeichen gehen, was ihr da gesehen habt, alle Einstellungen übernehmen und automatisch übernimmt Word das für euch. Dann kann es sein, dass ihr am Ende mehrmals im Text hin und her springen wollt, weil ihr einfach Dinge noch ausbessern wollt. Das Ganze ist super nervig. Was ich euch stattdessen empfehlen kann, ist eher so ein Splitscreen zu wählen. Ihr habt hier mal demonstriert bekommen, wie man das einstellt. Ihr habt also euer Dokument zweimal untereinander, könnt also easy in einem Dokument hin und her scrollen, in dem anderen was hinschreiben. Das wird automatisch synchronisiert und ist super hilfreich. Und falls ihr beim Arbeiten mal richtig fokussiert sein wollt, könnt ihr die Focus-Mode auswählen. Dadurch habt ihr einen wirklich fokussierten Blick auf das Dokument an sich und seid viel, viel mehr dabei. Letzter Punkt, wenn ihr eure Arbeit erledigt habt, eure Hausarbeit fertig ist und ihr sie abschicken wollt, dann ist es ja meistens so, dass man irgendwie auf die dumme Idee kommt, dann nochmal reinzugucken und irgendwie nach Fehlern zu suchen. Und meistens findet man welche und ärgert sich halt einfach wirklich schwarz. Das Ganze kann man easy vermeiden, indem man den Vorlese-Button anklickt. Das sorgt dafür, dass deine Computerstimme einem seinen eigenen Text vorliest. Wenn man nämlich schon sehr lange an seinem Text arbeitet, ist man irgendwann blind für seine eigenen Fehler. Deswegen kann dieser Switch in der Modalität richtig helfen. Jetzt zwei App-Empfehlungen, die ich sehr empfehlen kann. Und zwar, wenn ihr es leid seid, ständig Texte zu lesen und zu markieren, kann ich euch die Chrome-Extension bzw. die App Speechify empfehlen. Diese App sorgt dafür, dass euch Texte aus Dokumenten oder von sogar ganzen Webseiten vorgelesen werden. Das Ganze funktioniert also nicht nur mit euren eigenen Dokumenten in Word, sondern halt wirklich mit externen Webseiten. Dadurch könnt ihr euch viel, viel mehr aufs Notizenmachen konzentrieren oder euch einfach still hinsetzen und mehr zuhören, euch wirklich mehr auf den Inhalt konzentrieren. Ist wirklich genial. Die zweite App braucht ihr, wenn ihr etwas einscannen wollt. Das machen ja viele erstmal mit dem iPhone, aber da muss man das irgendwie mal so doof croppen und es ist irgendwie mal ein bisschen umständlich. Ich mag das persönlich überhaupt nicht gerne. Aber ihr könnt gerne die App CamScanner nutzen. Die habe ich jetzt schon seit ungefähr einem Jahr und bin sehr, sehr begeistert. Ihr müsst nämlich wirklich einfach nur ein ganz, ganz grobes Bild machen. Die App erkennt automatisch, was ihr scannen wollt. Ihr könnt dann verschiedene Filter auswählen. Ihr könnt das Dokument noch bearbeiten. Ihr könnt das auch super nutzen, um zum Beispiel Unterschriften unter irgendwelche Dokumente zu setzen. Also ich liebe diese App wirklich und kann sie nur empfehlen. Der nächste Hack dreht sich ums iPad. Das nutzen viele ja, um in der Schule oder in der Uni mitzuschreiben. Ich habe aber auch schon öfter gehört, dass viele das Gefühl, darauf zu schreiben, nicht so mögen. Weil man schneller abrutscht, das Schriftbild dann nicht so schön ist oder weil man einfach Papier vermisst. Dafür habe ich einen Hack, und zwar Paperlike-Folien. Das sind iPad-Folien, die man super einfach anbringen kann, gibt es auch Tutorials im Internet, und die dafür sorgen, dass sich das Schreiben auf dem iPad anfühlt, wie als würde man auf Papier schreiben. Klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, aber man hört es tatsächlich auch. Dadurch rutscht man natürlich viel weniger beim Schreiben ab. Das Schriftbild wird besser. Ist generell irgendwie auch ein schöneres Gefühl, darauf zu schreiben. Ist generell auch schon dafür die iPad-Oberfläche. Fingerabdrücke sieht man weniger. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich ein Fan bin. Es gibt dort übrigens auch Aufsätze für die Apple Pencils. Damit hat man auch nochmal einen stabileren Griff und kann auch nochmal präziser schreiben. Also an alle, die das iPad für die Schule oder Uni nutzen, unbedingt mal Paperlike auschecken. Ich packe euch den Link in meine Infobox. Das Problem kennen garantiert auch viele. Man hat halt einfach viel zu viele Tabs offen, wenn man häufig mit dem Laptop arbeitet und das Ganze sorgt für Chaos. Was ich da empfehlen kann, ist, seine Tabs so ein bisschen zu sortieren. Ihr müsst dafür einfach mit dem Rechtsklick auf den jeweiligen Tab draufgehen, eine neue Gruppe anlegen, der Gruppe einen Namen geben, zum Beispiel Uni, Hausarbeit etc., eine Farbe anlegen und das für alle anderen Tabs nochmal wiederholen. Und dann hat man super geordnete Tabs und findet wieder durch alles durch.
Das Problem kennt auch jeder. Man hat Stifte in seinem Federmäppchen und sucht halt erstmal ewig, bis man halt den einen Stift findet, den man sowieso immer verwendet. Und was da Abhilfe schaffen kann, ist ein einfaches Haargummi. Man sortiert die Stifte dann erstmal so, wie man sie eigentlich normalerweise verwendet. Also mit denen, die man halt häufig verwendet, vorne. Und die man nicht so häufig verwendet, hinten. Und dann packt man hinter die man nicht so häufig verwendet, einfach ein Haargummi rum, packt das in der Federmappe rein und wird feststellen, dass man beim nächsten Mal rausgreifen viel einfacher an seine häufig genutzten Stifte rankommt. Was ich absolut hasse, ist, wenn meine Tastatur irgendwie voll mit Staub ist. Man kann es natürlich irgendwie versuchen, anders zu entfernen, aber meistens kommt man irgendwie nicht zwischen die Rillen. Und was da helfen kann, ist einfaches Klebeband. Ihr nehmt euch dafür einfach einen Streifen, der relativ gut handelbar ist und geht damit einfach über eure gesamte Tastatur. Es wirkt wirklich Wunder, der ganze Staub wird irgendwie abgetragen. Alles ist wieder clean und sauber und ja, ich lieb's. Wo wir gerade schon bei dem Thema sind, kann ich das übrigens auch empfehlen, wenn ihr eine schwarze Hose tragt und darauf diese typischen Fussel habt und keine Fusselrolle gerade zur Stelle habt, da könnt ihr tatsächlich auch Klebeband verwenden und damit versuchen, die Fussel abzumachen. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch und als würde das nicht funktionieren. Es sieht auch ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert tatsächlich. Ich war total überrascht. Hier seht ihr auch nochmal den Oben-Unten-Vergleich. Unten hatte ich noch ein paar Fussel dran, oben war alles clean. Probiert's aus. Ihr macht eine Recherche für die Schule oder Uni, habt einen Wikipedia-Text vor euch, der aber viel zu lang ist und für den ihr eigentlich gar keine Zeit habt, dann kann es tatsächlich helfen, in den Link reinzugehen, das EN von den englischen Webseiten zu entfernen und stattdessen ein Simple einzusetzen. Das gibt euch dann eine Zusammenfassung der Webseite, die kompakt ist, aber alle wichtigen Daten und Fakten enthält. Ja, das kommt dir bestimmt auch bekannt vor. Man sitzt vorm Laptop, arbeitet den ganzen Tag in ungefähr dieser Haltung und wundert sich am Ende des Tages, warum man Rückenschmerzen hat. Helfen kann da tatsächlich ein einfaches Handtuch, was ihr einfach so in einer Rolle zusammenrollt und das stoppt ihr euch einfach hinter den Rücken. Das sieht ein bisschen komisch aus und ihr denkt jetzt vielleicht auch, dass es nicht funktioniert, aber probiert es einfach mal aus. Schreibt mir dann gerne mal, ob das für euch funktioniert hat. Für mich wirkt das wahre Wunder. Ich sitze viel, viel gerader und habe weniger Schmerzen. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, kann ich es auch nur empfehlen, sich selber so einen kleinen Reminder zu schreiben, à la achte auf deine Haltung, sich das direkt auf den Schreibtisch oder an seinen Arbeitsplatz zu legen. Man schaut drauf, erinnert sich eher daran und hat am Ende weniger Schmerzen. Wenn es nicht der Rücken ist, der dir Probleme macht, sondern eher deine Augen, die vielleicht häufig tränen oder irgendwie schmerzen, dann kann ich dir die 20-20-20-Regel empfehlen. Die Regel besagt, dass du alle 20 Minuten, die du gearbeitet hast und auf dem Bildschirm geguckt hast, ungefähr für 20 Sekunden 20 Meter aus dem Fenster schauen solltest. Das gibt deinen Augen einfach etwas Entlastung, weil du vorher ja mal auf ein sehr nahes Objekt geguckt hast. Ein Problem ist es, wenn man für seine Hausarbeit ein Buch verwendet hat, einfach das Zitat abgeschrieben hat und wenn man dann später das Quellenverzeichnis machen möchte, gar nicht mehr weiß, auf welcher Seite man dieses Zitat gefunden hat. Oder was noch schlimmer wäre, wenn man noch nicht mal mehr weiß, aus welchem Buch man irgendwas abgeschrieben hat. Dafür ein kleiner Hack, ihr braucht dafür einfach nur die Website Google Books. Dort tippt ihr einfach das Zitat möglichst auch in Anführungszeichen einfach ein. Google Books erkennt automatisch, aus welchem Buch man das Ganze entnommen hat und sogar auf welcher Seite es steht. Super genial und kann einem wirklich das Studileben retten. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die viel markieren und dabei irgendwie gar kein richtiges System dahinter haben oder alles irgendwie sogar noch in derselben Farbe markieren, dann würde ich euch empfehlen, damit aufzuhören und stattdessen mit dem Color Coding anzufangen. Beim Color Coding hat jede Farbe und auch über jedes Dokument oder Papier hinweg eine spezielle Funktion. Zum Beispiel nutzt man Rot nur, um Fragen zu markieren und Grün nur, um Kommentare zu markieren und vielleicht Gelb nur, um irgendwelche Fachliteratur oder sowas zu markieren. Klingt jetzt erstmal banal und simpel, aber dadurch, dass jede Farbe so ihre konkrete Funktion hat, alles einheitlich ist, weiß man auf einen Blick direkt, mit welcher Art von Informationen man es zu tun hat und wie man damit weiterarbeiten kann. Wenn ihr euch beim Arbeiten nicht so gut konzentrieren könnt, würde ich euch raten, Noise-Canceling-Kopfhörer zu tragen und darauf dann Brown Noise abzuspielen. Das Ganze stillt nämlich alle möglichen Geräusche von außen und ist deswegen so effektiv. Und dann habe ich noch ein paar Google-Search-Hacks für euch. Angenommen, ihr sucht zum Beispiel nach dem Thema Weltkrieg, wollt aber nicht den Zweiten Weltkrieg mit einbeziehen. Wenn ihr normal danach sucht, werden euch natürlich alle Ergebnisse ausgespuckt. Wenn ihr aber ein Minus vor das Wort stellt, was nicht gesucht werden soll, hier in diesem Fall Zweiter für den Zweiten Weltkrieg, dann werden alle Ergebnisse, die dieses zweite Suchwort enthalten, ausgeblendet. Ihr könnt eure Infos nach gewissen Zeiträumen filtern, indem ihr einfach eine Jahreszahl eingibt und in ein paar Punkten entfernt dann nochmal eine zweite Jahreszahl. Damit definiert ihr einen Zeitraum und die Ergebnisse werden darauf abgestimmt. Und falls ihr zum Beispiel nach Personen sucht, euch aber nicht an den Nachnamen erinnern könnt, aber an gewisse Begriffe, die diese Person irgendwie beschreiben, könnt ihr einfach ein Sternchen an den Namen setzen, den ihr eigentlich nicht wisst. Und Google wird automatisch den richtigen Namen mit dem richtigen Begriff ausspucken. Das war's auch schon mit diesem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Hacks ihr schon kanntet oder welcher euch am meisten überrascht hat. Vielen Dank fürs Zusehen, abonniert gerne diesen Kanal und schaut auch gerne bei Paperlike vorbei. Ciao!